Lohnt sich der Sparplan noch, wenn die täglichen Schwankungen der ETF-Position weit größer sind als die monatliche Sparrate? Oder ist dann Cruisen sinnvoller? Ich weiß nicht, was Cruisen ist, ehrlich gesagt, aber grundsätzlich ja, lohnt sich der Sparplan auch bei hoher Volatilität, weil was dich ja interessiert, ist ja Anteile sammeln. Also du möchtest ja mehr und mehr Anteile von deinem ETF haben. Von daher macht es absolut Sinn, da regelmäßig deine Anteile zu kaufen, weil alles andere wäre ja Market Timing. Wenn du mit Cruisen meinst, gar nicht investieren und das Geld aufs Tagesgeldkonto packen und dann einmalig reinhauen, ist es eine gefährliche Markttiming-Strategie, weil das Risiko ja sein kann, also das Risiko in Anführungszeichen ist, dass die Märkte wieder hochgehen und wenn die Märkte oben sind, dann hast du den größten Anstieg verpasst.